So, hallo, weiter geht's. Hier im Reich der Riesen, oder wie das heißt. Nebelwand, Folge 5, Boss Time. Alles klar. Wobei Nebelwand hier nicht immer heißt Boss. Aber, ne? Die Hoffnung und so. Kein Boss. Sedge. Hi. Ach, Jungs. Habt ihr es so nötig? Hey! Bin ich infiziert? Puh. Vertrau mir, Brudi. Wer sagt denn sowas? Wir benutzen solche Wörter. Blacktail Requiem ist auf meiner Wunschliste im Angebot. Wie viel? Nur 10% oder so, 35%. Muss ich noch spielen? Okay. Ey! Alter, wie lange ich gestunt war. Took an arrow to the knee, in the knee oder so. Kennt ihr das? Das ist aus Skyrim. Ich gehe jetzt erstmal den anderen Weg. Der ist mir irgendwie sympathischer, ich weiß auch nicht. Scheiße, eh nix. Komm ich einfach nur oben rauf, glaub. Das ist ein. Das ist sehr faszinierend, was hier gerade passiert ist. Sehr, sehr faszinierend. Dachte mir so, wann wohl Razim im Angebot ist. Es ist im Angebot. Bei Randomizer. 4,99. Kann ich darauf? Okay, ich glaube, dieser Bereich existiert nur, damit ich den Typen da mal wegmähen kann. Dann nutze ich die Gelegenheit doch auch. Was geht? La, li, la, li, la, li, la. Okay, da muss ich jetzt gut sein. Sehr gut. Kurzschwert. Gut, mehr scheint hier wirklich gar nicht zu sein, wa? Na gut. Jetzt alles beschissener, was ich hab. Weil das Ding ist ganz gut. Wahrscheinlich bin ich damit scheiße langsam, ne? Ach so, und ich bin, glaube ich, zu schwach dafür. Da wird auch angezeigt, was man braucht, weil 16, 20. Ja, okay. Nee, nee, dann möchte ich bitte meinen. Oh, ich hab zwei davon. Machen wir erstmal das, was schon fast im Arsch ist. Naja, fast im Arsch heißt ein Viertel oder so. Phasmo. Ich bin da nicht dabei, wenn du spielst. Naja, vielleicht doch. Könnt ihr noch was looten? Ich sollte nicht die ganzen Leute triggern. Nicht mehr als ich muss. Da drüben war so ein. War da jetzt noch was drin davor? Ach, scheiße, Alter. Nee, war's nicht. Jetzt hab ich noch mehr getriggert. Haha. Funny, lustig, haha. Gott, ey. Ich kenn die Situation gerade gar nicht, in die ich geraten bin. Ach komm schon.
Ich fände ja mal so einen neuen Estus-Dings mal ganz cool. Weiß ja nicht, wie ihr so dazu steht, aber das fände ich nett. Hey, meine Sachen. Jedes Mal das falsche Menü, ey. Ja, auch alles schlechter ist, was ich finde. Also ich habe schon eine gute Anfangsausrüstung. Items nutzen in Dark Souls, ne. Cringe. Oh Gott. Warum ich den gerade erwischt habe. Ich mag System Direktüberweisung an Dietrich. Wie funktioniert das? Überweisungsträger ausfüllen. Boah, früher immer, wenn ich irgendwas auf eBay bestellen wollte, über meine Eltern, Überweisungsträger ausfüllen. Du schöner Mann. Wirf dir mal so einen Stein ins Gesicht, ey. Direkt töten, damit die mir gleich nicht auf den Sack gehen. Gott, was war das hier gerade? Ach, 20 Lebenssteine. Maschallah. Also dieser Ass-Wiggle, wenn man die Leiter auch geht, der kann schon was. Da kribbelt's bei mir ein bisschen in der Hose, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ein dummer Treffer. Ich wollte gerade lesen. Bloß nicht, dass hier noch einer auf mich zugestürmt kommt. Ach, scheiße, ey. Meist über den Vorweisungsanbieter loggst du dich denn einfach mit deinen Bankdaten ein und schießt noch das soll ganz sicher sein. Ich werde mehr so randomisen. Geburtstagsstream. Das Thema hatten wir schon mal. Interessant, dass ich ihn gerade von hinten getroffen habe. Hört sich an wie die Zombies in Hit'n'Run. So! Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du mir jetzt nicht direkt einen Felsen in den Rücken rammst. Alter. Ja, macht die mich halt schon direkt fertig. Ist auch okay. Ich muss hier weg! Irgendwie! Hilfe! Was ist hier los? Physics gerade. Ich bitte dich. Ach komm. Ah. Phoenix Parmesan, Parma. Parmaschinken. Alter, ja, genau. Was hast du denn jetzt hier? Ey, ich brauch so fett neu mehr Ausdauer, ne? Wenn du drei Schläge verteilen kannst, ist schon Ultra-Belastung. Boah, es ist ein Lost-Versuch. Ja, komm. Ach ja. Gut.
Aua! Alter, dieser Stun! Junge. Ich mag die Fußabdrücke, die ich hinterlasse. Aber auch bei B-Day, can't believe. Endlich alt. Endlich teurer Bahn fahren. Juhu! Ich renne jetzt einfach über. Wenn man reizt. Rennst du bitte los, danke. Sag mal! Kanten des Todes. Viele davon. Faustschild. Dr. Faustus! Das war eine richtig miese, dreckige Tag-Team-Kombo schon wieder. Was hat die Folgenlänge eigentlich? 11 Minuten? Ich nutze diesen ähnlich langen Ladescreen mal, um mir was zu trinken zu holen. Oh, Mama. Oh, schon vorbei. Ich werde dann Samstagabend abreisen. Jo, hast du schon, stimmt, ich wollte fragen, habt ihr jetzt eigentlich schon so Tickets und so bestellt? Also ist schon alles in festen Tüchern? In festen Tüchern, sagt man das so? Ich glaube schon. In festen Handtüchern. Hinfahrt haben wir beide. Okay. Könnte ich bitte nicht festhängen? Auf jeden Fuck. Okay, komm. Kann doch nicht so schwer sein. Ist es auch nicht. Alles easy pupisi hier. Lemon squeezy. Ich esse eine Fliese. Ja, ich werde bei der Rückfahrt Sex haben. Viel Spaß. Auf jeden Fall. Fickt euch! So, ja, hab ich's gezeigt. Die gucken mich jetzt nicht mehr schief an. Narrk. Narrk. Narkose. Aua. Hitboxen. Ach, boy. Was sagt die Folgenlänge? Ach ja, habe eben geguckt. Aber ist doch okay. Wäre natürlich mega, wenn wir so einen Boss knallen könnten. Ich verlange es nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das muss unbedingt sein, aber es wäre schon cool. So peinlich eigentlich, ne? Wie wenig ich hier zum Spiel geschafft habe, glaube ich. Glaube ich. Ja, ich habe ja für den anderen Abschnitt schon angefangen, also von daher geht auch schlimmer, glaube ich. So, lass mich vorbei, bitte direkt. Du auch. Boah, das ist so dumm, diese Stelle. So, du. Fickt euch doch alle in euer bekacktes kleines Kackfett-Fick-Knie, ey. Lass mich doch. Mann! Alter, die Stelle macht mir gerade wahnsinnig. Hilfe! Boah, warum steht er denn da so beschissen auf seinem komischen Wurzelding da? Da. Wurzelding. Wurzelbehandlung. Ich muss immer noch beim Zahnarzt anrufen. Fucking hell. Ich vergesse es immer. Ich vergesse es immer. Ah! So fühle ich mich gerade. Boss! Ich werde einen Boss ficken. Blenden. Warte mal. Besiegen. Also, ich jedes Mal wieder in diese Ecke gehe. Ich lass mich immer wieder in diese Ecke drängen. Oh, aber die putzen Baby in the corner.
weg hier irgendwie. Ja. Boah, ich hänge jedes Mal da fest an dieser Kante. So, und du kleiner Penisberger, verschwinde. Lass mich einfach nur raus, Leute. Lass mich raus. Irgendwie. I don't care. Jetzt würde ich gerne nach und nach platt machen. Problem ist halt alle so furchtbar schnell. Und das macht mir Angst. Bin ich ganz ehrlich. Das macht mir Angst. Ich hab nicht nochmal geschlagen. Ich muss wieder lernen, dass ich nicht spammen darf. Ja. Es ist nervig. Wie hältst du das aus? Geduld und Erfahrung. Und Dark Souls 1. Guck dir meinen ersten Dark Souls 1 Stream an. Der war anders. Ha, ich bin klüger, ich bin links vorbeigelaufen. Ja, ich freue mich auf Bloodborne. Ich bin mir übrigens auch noch nicht ganz sicher, ob ich dann tatsächlich nach Dark Souls 2 halt erstmal Dark Souls 3 spiele, um einfach die Trilogie dann mal zu beenden. Oder ob ich dann erstmal Bloodborne spiele, weil Bloodborne kam halt vorher raus. Aber Dark Souls ist halt schon eine Reihe, ne? Ich glaube, ich werde erstmal Dark Souls 3 spielen. Einfach dann habe ich die Reihe quasi fertig. Dann kann ich mich um Bloodborne und Elden Ring kümmern. Ich denke mal, ich werde noch Bloodborne und dann Elden Ring spielen und dann halt erst Sekiro, weil das ja doch schon ein bisschen anders ist. Autsch. Und vielleicht ist ja bis dahin mal Bloodborne. Wieso habe ich letztens einen Double Hit abbekommen? Vielleicht ist bis dahin ja auch Bloodborne mal, weiß ich nicht, geportet worden. Ich glaube zwar nicht mehr daran. Bloodborne lässt sich ein Stück weit anders als Dark Souls 3 spielen. Hm, okay. Ja, okay, dann Dark Souls 3. Das ist jetzt beschlossene Sache. Dark Souls 3 wird bestimmt auch super. Ich finde es schön, dass ich jetzt so, ich habe so gefühlt 2% vom Spiel geschafft und ich rede schon über das nächste Spiel. Das bin ich. Noch 4,5 GB. Ich habe vorhin gesehen, ich wollte mal gucken, wann das Horizon DLC erscheint. Ich konnte es im PlayStation Store auf der PlayStation nicht sehen, richtig dumm. Ich habe auch gesehen, dass die PS5-Version von Horizon einfach 180 GB groß ist. Holy shit. Ich weiß nicht, ob ich jemals so ein Riesenspiel gesehen habe. Elden Ring ist wahrscheinlich sogar relativ klein, kann ich mir vorstellen, also verhältnismäßig. Ich tippe mal Elden Ring auf so 60 GB, 70. Weil das Spiel jetzt grafisch nicht so ultra krass ist. Was nicht böse gemeint ist. So. Ja, ich bin tot. Oder auch nicht. Ich wollte eigentlich nicht hier wieder runter. Das war eher so ein Unfall gerade. Ich habe einen Nebenstein verwendet. Wieso bin ich denn auf Lebensstein gerade? Lebensstein macht schon gute Arbeit eigentlich. Alter, was geschieht hier? Deshalb spielt man Konsole auf Disc, ja. Aber die PS5-Version von Horizon habe ich leider nicht auf Disc, ne? Die PS4-Version. Hm. 46 GB sogar nur. Das ist wenig. Das ist wenig. Ey, hättest du das vor 10 Jahren gesagt? Da hat er gesagt, das ist wahnsinnig, 46 GB, das ist ja viel zu viel. GTA 5 war ja damals 2015, als die PC-Version kam, so das größte Spiel, was ich irgendwie hatte. So mit damals, glaube ich, auch 70 GB oder so. Denkst du so, Alter, ist ja unmenschlich. Und jetzt so, ja, normales Spiel von heute halt. War auch recht klein dafür. Das war geil. Das hat mir sehr gefallen. Folgen mir eigentlich die Penner? Ich weiß es nicht. Hey, wieso einfach mal drei? Hey, steh raus! Hey! Alter, ich wurde so gedrängt. Switch-Speicherplatz. Ja, passen mal ganz gespannte 8 GB drauf. Ist doch nice. Nee, wie viel? Ich weiß es nicht. Nee, schon mehr, aber
64 GB? Ich weiß es nicht. Also vielleicht muss man die Spiele ja im Normalfall nicht auf die Konsole kopieren. Das kann sogar sein. Guck mal, 5 GB. Ach ja, die Switch ist schon ein Witz. So eine Scheißkonsole, nein, Spaß. Also geht so. Aber eigentlich muss ich mir das Metroid Prime Remaster jetzt auch mal angucken. Also so. Müssen wir mal reinschauen. Jetzt auf jeden Fall auch nochmal irgendwann spielen, das steht außer Frage. Wahrscheinlich noch nicht jetzt, aber ich hatte irgendwie Lust, mir das zu kaufen. Hatte Lust, Geld auszugeben. Wo kommt ihr alle her? Achso, aus dem Raum! Der Raum der Wünsche, den habe ich ja ganz vergessen. Vielleicht spiele ich euch Metroid Prime einfach vor, wenn ihr hier seid. Einfach so mal durchspielen an einem Tag. Was willst du dir kaufen? Weiß ich nicht. Ich habe mir Metroid Prime gekauft. Das habe ich eben erwähnt. Da war der nicht. In der Ecke. Ein kleiner Spargel-Tarzan. Wie hat der mich noch getroffen? Brrrr. Geht hier weg, gerne, danke. Sind eigentlich nur die beiden Tüten? Die Tüten, ne? Was sag ich meinen Typen? Die beiden Tüten da. Die beiden Aldi-Tüten da. Ich komme mal weiter. Juhu! Bitte direkt Lagerfeuer hier oben. Ich denke nicht. Hallo. Was ist da hier? Ab heute kann man auch Metroid Fusion spielen auf BGA, GBA. Randomizer only works for the version of Resident Evil that is on Steam. It does not work with cracked versions of the game. Das ist gut. Gutes Spiel. Der Nightmare Boss ist scheiße, bin ich ganz ehrlich, den mag ich überhaupt nicht. Aber abgesehen davon, gutes Spiel. Sehr schön. Fortschritt, Freunde! Es ist so klar. Oh, wir haben 24 Minuten. Oh Gott, ich rede mal kurz mit dem Dulli hier. Ja, vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Zockst mich wahrscheinlich eh nur ab. Oh Gott. Stimme ist nicht mehr vorhanden. Los. Ja. Die alle beschissen. Na, wobei das wäre. Warum kostet das Geld? Warum kosten Dinge Geld? Das verstehe ich nicht, das Prinzip.
Ja, ich kann gar nicht oben switchen, also ich habe nur in dem Slot was scheinbar oder so. Ach so. Vielleicht auf die richtigen Tasten drücken. Schon mal Lebenssteine kaufen. Sobald die nicht mehr da ist, ist die Modula. Also am besten so viel kaufen, wie bei ihr geht. Der glaube ich auch so einen Zweig. Wenn die in Majula ist, kannst du bei ihr, meine ich, unendlich viele Lebenssteine kaufen. Naja, gerade kann ich mir auf jeden Fall nicht leisten. Ich kann mir Lebenssteine kaufen. Na cool. Wie gesehen, habe ich gerade 900. Ich kauf mal. YOLO. So. Kein Problem, Alter. So, gehen wir nach oben oder nach unten? Das entscheide ich in der nächsten Folge.